Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Und zwar sind wir jetzt seit 6 Jahren auf YouTube. Heute ist der 12.05.2021, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Es ist ein Jubiläumsstream, ein Jahresstream. Und ich habe mir das Spiel My Friend Pedro rausgesucht. Ich fand es sehr witzig. Es ist sehr durchgeknallt und abgespaced, nicht durchgeknallt. Sagen wir mal durchgeknallt. Wir fangen ein neues Spiel an und dann werden wir mal sehen, ob ich das als Let's Test oder als Let's Play oder als was auch immer auf den Kanal haue. Wünsche uns allen viel Spaß. Hey! Aufwachen! Zeit zum Aufstehen, Schlafmütze. Hey, entspann dich, Mann. Ich bin's nur, Pedro, dein Freund. Dich hat's ganz schön umgehauen. Alles in Ordnung bei dir? Wie viele Finger halte ich hoch? Ach, vergiss es. Verschwinden wir einfach von hier, wo auch immer wir sein mögen. So, wir sind der Typ hier, der mit Bananen redet. Ich kann mich umgucken. Hier kommen wir nicht raus. Mist, die Tür ist verschlossen. Der bewegt sich jetzt noch ziemlich seltsam, aber nachher ist es voll cool. Ah, sieh mal. Versuch mit Wandsprüngen nach oben zu kommen. Prima. Sowas Verantwortungsloses. Irgendein Vollpfosten hat seine Pistole einfach rumliegen lassen. Wenn jetzt ein Verrückter vorbeikäme und ein Blutbad anrichten würde. Kaum auszudenken. Ich glaube, wir können durch diesen Lüftungsschacht entkommen. Guter Schuss. Gleichfalls, Dino. Ist euch die Musik eigentlich zu laut? Könnt ihr mir auch ein bisschen leiser machen? Oh Mann, das ist Mitch, der Metzger. Sein Fleischbetrieb dient als Tarnung für den Schmuggel unerlaubter Feuerwaffen. Das Fleisch stammt meist von Ratten, Tauben oder irgendwelchen Leuten, gegen die sie was hatten. Vermutlich erklärt das, wie wir hier gelandet sind. Hey Boss, heute Nacht ist es ruhig da draußen. Unterbrich. Unterbrich mich nicht bei der Arbeit, du Schwachkopf. Ist die Lieferung fertig? Sie ist fast. Verdammte Faulpelze. Denen zeige ich, was passiert, wenn sie rumtrödeln. Mach dich nützlich und bereite den jämmerlichen Fleischsack im Keller vor, wer auch immer das ist. Er kommt hier lang. Du musst ihn ausschalten. Bereit? Tja, ich schätze, du wirst jetzt wohl alle töten müssen. Ups. Hast du genug Wasser getrunken? Du wirkst nicht ganz frisch. Komm, ich nehme dich mit an meinen besonderen Ort und bring dich wieder auf Vordermann. Hierhin verschwinde ich, wenn du mich nicht sehen kannst. Jetzt lass mich dir was zeigen, halt still.
Siehst du das? Wenn du dich konzentrierst, ist das, als würde die Zeit verlangsamt. Und mit Konzentration kannst du Saltos machen. Versuch's mal. Sehr schön. Begib dich zum Marker und wir probieren's mit der nächsten Stufe. Jetzt mach einen Salto in Zeitlupe und zerschieß dabei diese kostbare Vase, die meine Oma mir gegeben hat. Wunderbar, bereit für den letzten Trick? Solange du zwei Waffen hältst, kannst du getrennte Ziele anvisieren. Zerschieß diese beiden Vasen, indem du getrennte Ziele anvisierst. Klasse, du bist eine echt üble Arschtrittmaschine. So, wo waren wir? Ist das nicht stylisch? Absolut stylisch. Piu piu piu. Ich find's so manchmal. Bist du sicher, dass du weißt, was du da tust? Entspann dich. Diese Geschütztürme installieren sich praktisch von selbst. Du nimmst bloß das Ding, tust es da rein und dann... Aha. Offenbar wirst du ausweichen müssen, um an den Kugeln da vorbeizukommen. Wie anmutig. Denk daran, dass du mit der gleichen Taktik allen anfliegenden Geschossen ausweichen kannst. Ja, das mit dem B ist nicht so einfach, wie es aussieht. Weil dann kann man nicht mehr so treffen, weil der sich halt dreht und ich nicht genau weiß, wo die Kugeln hinfliegen. Und man hat nicht ewig dieses Bullet-Time-Ding, dass die Zeit so still steht. Ich nehme mal lieber wieder zwei Pistolen. Ich verklick mich leider immer. Mit Q kann man nämlich die Waffen von 2 auf 1 wechseln. Und ich verdrücke mich immer wegen W und Q, warum auch immer. Jo, genau wie ich dachte, wir sind in Old Town. Hier hat Mitch das Sagen. Das Ganze ähnelt einem Seniorenheim für betagte Gangster ohne Altersvorsorge. Das, mit dem W, das mache ich viel zu selten und viel zu langsam. Ich bin runtergerollt. Ja. Halte getrennte, um getrennte Ziele anzuvisieren.
Mist. Der ist weit weg. Ja! Du? Knappe ich hier. Manchmal ist es schon echt stylisch. Ich finde die Musik cool, passt voll. B für Bravo! Wupp, 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 wupp! Und ich stell mir Speedruns dazu nice vor. Ja, so gut bin ich noch nicht. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich es angeschmissen habe. Ich habe es vorhin mal für 5 Minuten gespielt. Der schnellste Weg aus Old Town führt durch Mitch Edelrestaurant am anderen Ende dieses Gewerbegebiets. Okay. Weil ich wollte wenigstens ein bisschen die Steuerung vorher mal austesten, bevor ich mich hier ganz blamiere. Aber es sieht zwar einfach aus, aber wie sagt man so schön, es ist easy to learn, hard to master oder irgendwie so. Also es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ups, den habe ich nicht gesehen. Ich fühle mich halt ein bisschen so wie Deadpool, muss ich sagen. Und ja, ich vergesse immer dieses dumme W. Und ich laufe halt ja auch hier nicht so, wie man normalerweise laufen würde, weil ich mit dem Blickrichtung von dem Dings manchmal ein bisschen durcheinander komme, keine Ahnung. Ja, verdammt. Der hat auch zwei Knarren, der Bisskerl. Nö, den mache ich jetzt fertig. Nein, ich wollte nicht runterfallen. Aber ich habe Leben bekommen von ihm. Man kann halt keinen Doppelsprung machen. Das regt mich voll auf. Ich hoffe, das kommt noch. Aber man kriegt halt hier zusätzliche Punkte, wie schnell man hier durchkommt, ob man wirklich alle umgebracht hat und dass man nie gestorben ist. Und dann halt noch stylisch, wie stylisch man die halt umgebracht hat. Und das mache ich, glaube ich, nicht stylisch genug, weil ich zu oft einfach nur durchrenne und ballere und halt nicht die Zeit verlangsame. Ich müsste, glaube ich, B für Bildschön. Ich finde es immer schön, dass der für jedes B was anderes nimmt. Old Town hat jede Menge Kultur zu bieten, bevor Mitch der Metzger aufkreuzte. Ich war sogar genau hier auf abgefahrene Techno-Partys. Das weckt Erinnerungen. Ach ja, damals, die Zeit war so schön. Da, ich dürfte, glaube ich, nicht getroffen werden, dann kriege ich irgendwie mehr Punkte und dann müsste ich es halt schnell machen, weil der Faktor hier ziemlich schnell runtergeht.
Na, ich kriege ihn nicht mehr. Doch, kriege ich noch? Ja, das meine ich. Das ist jetzt doof gewesen, weil ich nicht genau weiß, wie weit der halt fährt. Und in dem, also bis zu dem Level habe ich gespielt und dann habe ich, dann weiß ich nichts mehr. Man kann die auch noch treten. Mit F kann man die auch noch treten. Und ja, eigentlich will ich das auf Zeit hier machen, weil es sieht halt cool aus, wenn je schneller ich die halt umbringe, desto cooler sieht's halt aus, finde ich. Hier sind drei. Von hier müsste ich die schon treffen, oder? Oh, Schattenkleister. Und wirklich was sehen tust du als Spieler hier eigentlich nicht, weil das hier alles viel zu schnell geht. Hilfe! Ich drück schon wieder zu selten W und ich muss mal nachladen. Oh, guck mal, mit E hätte ich so. Ja, drück mal E bitte. Dann hätte ich mich dahinter verstecken können, kannst mal sehen. Oh! Ja, getrennte Ziele, bla, bliblub. Oh. Was zur Hölle? Warum kommen da noch mehr raus? Na, kommt der jetzt oder nicht? Beziehungsweise geht es jetzt weiter runter oder nicht? Hallo? Oh shit! Da bin ich letztens mega abgelost und da haben mich... Uah! Alle umgenietet. Und ich sollte W drücken und nicht die ganze Zeit springen, aber ich keine Ahnung. Es ist nicht so viele Knöpfe, es sind wirklich nicht viele Knöpfe, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich komme da voll durcheinander. Komm schon! C für cremig geht anders. Oh nein! Und komm, B hätte ich doch jetzt doch noch gereicht, oder? War ich zu langsam? Ich fand, wir waren stylisch. So, jetzt sollten wir ganz in der Nähe des Edelrestaurants von Mitch, dem Metzger, sein. Geh einfach weiter geradeaus, du kannst es nicht verfehlen. Wenn ich darauf schieße, macht's bumm. Oder nicht? Sieht so komisch aus. Der hat eine neue Knarre. Es gibt neue Knarren. Wie cool. Es kommt halt drauf an. Was ist halt stärker? Keine Ahnung.
Ich habe zwei von denen. Wie krass. Warte mal, was? Ja, nice. Okay. Die Banane. Oh nein. Na du. Ja, ich hätte F drücken sollen. Brauche ich für die Munition? Echt jetzt? Oh, warte mal. Ja, ich brauche für die Munition. Für die andere brauchte ich das aber nicht. Haha, fast kill. Entschuldigung. Hallo, Stefan. Ja, man sollte darüber nicht lachen, aber war schon cool. Oh nein. Ja. Oh Gott, drück W. Das ist echt nicht so einfach. Hast du gefurzt? Hast du gesehen, den epischen Tritt? Okay, wie soll ich das machen? Oh Gott, stieß! Gott, Alter, stopp! Oh nein, das Ding geht weg. Ich krieg keinen. Ich dachte, ich könnte noch einen höheren. No? Oh Gott, ich muss nachladen, ich muss nachladen! Das ist echt kompliziert. Okay. Nein, ich habe noch nicht gegen die DLC-Monster von Monster Hunter Rise gekämpft. Ich bin ehrlich gesagt auch noch gar nicht durch. Ich weiß schon über mich. Das ist echt kompliziert, dass der sich nicht so alles bricht. Er stirbt doch. Echt alles andere einfach hier, auch wenn es so aussieht. Oh nein, die Zeit geht weg.
14. Oh, der Timer ist aus. Oh nein! Was zur Hölle? Die schießen mich immer zurück mit dem Mist hier. Ich komm da nicht vorbei. Was soll das? Jetzt bin ich sowieso gleich hier. Bullet-Time ist nicht immer cool. Ja, genau. Na, Gegner soll ich mit Effen in einen Arschtritt geben. Aber wer denkt denn an die ganzen Sachen? Jetzt mal im Ernst. Das war auch keine gute Wertung. Wir sind fast gestorben. C-Fischer Mann, anfängerhaft. Hey, das ist gemein. Ich habe wenigstens alle umgebracht. Ich muss schneller werden. Guck mal. Er nimmt nicht die, er nimmt die. Okay. Eigentlich, vielleicht hätten wir da vorne links abbiegen sollen. Ach, schon gut. Wir nehmen einfach die reizvollere Route. Komm den Seil nah, um dich daran festzuhalten. Jetzt wird's immer abgefahrener. Was? Nach links und rechts schwingen. Was ist das? Ich kann am Seil den Kugeln ausweichen. What the fuck? Okay. Hör doch mal aus, immer auf den blöden Türen zu kommen, ey. 30.000 Typen kommen immer aus den Türen raus. Oh shit! Was soll das? Oh, warte mal, Munition. Munition nehme ich mir mit. Da so viel Zeit muss sein, dann ist auf den Zeitbonus hier echt mal ein bisschen. Au! Als ob der mich getroffen hätte! Lad nach! Wow! Ach. Oh, das ist gemein. Boah, das ist cool. Das ist so cool. Oh, ja. Klar. W, um Kugeln auszuweichen. Ich weiß, aber das ist jetzt so einfach. Nein, ich wollte da runterrutschen. Na, no, ich krieg das nicht mehr. Du! Oh. Klar. Okay, wie komme ich da hoch?
so und so und so und dann zack. Okay. Jetzt muss man auch noch gucken hier. Oh, hier ist noch einer. Oh mein Gott. Jetzt wird es ja richtig, richtig schwierig langsam. Immerhin bis als D für Dulli. C für charmante Anfänger habt. Ja, ist ja gut. Die Banane ist auch nicht erfreut. Hä, was soll ich machen? Ich bin jetzt gerade voll schnell da durchgerusht. Ich habe alle Typen getötet. Ich bin nicht gestorben. Und ich habe sie mehr oder weniger stylisch umgebracht. Also, ich mache die Bullet Time da an. Ich drehe mich. Ich versuche es im Sprung alle umzubringen. Was? Banane sagt nix. Sieht aus wie ein Endgegner. Ich wette um einen Keks, dass du es nicht schaffst, den Ball in den Korb zu treten. Gut. Gut. Er hat gewonnen. Das war mega gemein. Der war 100 pro drinne. Oh, tut mir leid, ich glaube, ich habe schon alle Kekse gegessen. Bist du gemein? Hat kein Keksversprechen, dann hast du keinen. No. Ich will es noch da rein machen. Oh, komm! Es ist kein Fußball, Alter. So. Wetten, du schaffst es nicht, den Kerl da mit dem Ball auszuschalten? Entschuldigung. Halt, um getrennte Ziele anzuvisieren. Was soll was? Nein! Was zur Hölle? Hör doch mal auf hier. Oh nein, er hat mich getroffen. Na, was? Da kommt noch einer raus. Hilfe. Das sieht so cool aus. Sieht so cool aus. Entschuldigung. Ich habe halt echt keine Zeit, mir das anzugucken. Ich drücke einfach irgendwas. Wow, das waren. Oh, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Oh, Mist! Ich wollte die Granate auf ihn schmeißen. Habt ihr das gesehen? Das eine Kind im Sportunterricht. So, Kinder, jetzt spielen wir eine ganz entspannte Runde Völkerball. Und dann dieses eine Kind im Sportunterricht, die das todernst nimmt. Das war sein Herz! Ich kick sein Herz rum. Was zur. Ich habe zwei Leute umgebracht mit dem Herzen. Wie krass. Ah, aber ich krieg das mit diesem Dings nicht hin. Mit dem W drücken. Ich bin gleich tot. Tut mir echt leid.
Ich krieg das mit dem, mit diesem W-Drücken nicht auf die Kette. Ich drück doch weh! Hä? Wie bin ich denn da bitte jetzt gerade runtergefallen? Der hat ja schon geschossen, dafür konnte ich nichts. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wo ich hin muss, was jetzt sinnvoller ist. Da lang gehen, da lang gehen? Oh, warte mal. Ist hier nicht was? Munition. Ah, ich hab Munition voll. Ja, klar! Willst du mich verarschen? Ich treff den nicht. Ich treff alles, aber... Ich dachte, der ist schon tot. Upsi. Der hat eine Schot. Lad nach, Kumpel. Das ist echt überhaupt nicht einfach, das Spiel. Ich denke schnell und deswegen habe ich jetzt wieder Dings bekommen. Oh Gott. Leben. Ich krieg das nicht hin. Trotz, dass das hier nicht mit Zeit geht. Also, dass ich die Zeit einfrieren kann. Das ist übel schwer, Mann. Oh, Scheibenkleister, hör doch mal auf! Aha. Wie komme ich noch unter in den Keller? Wie komme ich runter in den Keller? Ah. Meine Fresse. Boah, es ist schwierig. Wenn jetzt noch mehr Mechaniken dazu kommt, dann ist es vorbei. Also mehr als C schaffe ich sowieso nicht. Vielleicht ist es auch, weil ich nur auf normal spiele und du brauchst mehr Punkte. Und wenn du auf hart spielst, kriegst du halt generell mehr Punkte. Ah, wir haben es geschafft. Das Edelrestaurant von Mitch, dem Metzger. Vielleicht willst du dir was zum Mitnehmen bestellen, wo wir schon hier sind.